Mich sehr, dass ich bei euch sein darf, heute Morgen, unter euch, natürlich auch uns Ältere, aber wer ein Herz erfüllt hat mit Jesus, bleibt jung und ich auch jung. Ich möchte am Anfang einfach für euch nochmal kurz, ich komme aus der Pfalz, das ist so ein Konkurrenzland mit dem Schwabenländler, aber die Schwaben sind ja geübt im Dialekt und dann habe ich auch Hoffnung, dass er meinen Dialekt versteht. Und ihr seid ja anpassungsfähig, Weltmenschen, weltoffen. So saß er in deiner Sprache bewandert seid, auch eurer Nachbarschaft. Wir haben ein Thema heute, das hat mich schon immer sehr bewegt. Und aus einem ganz einfachen Grund, weil sehr viele unter uns sind Kinder aus gläubigen Familien. Und die haben es besonders schwer. Sie spielen ein Leben und nicht oft kein Leben. Sie spielen irgendeine religiöse Übung vor, der Eltern, der Gemeinde oder irgendauch wem immer. Und in ihnen ist alles nach ein Schrei nach Ehrlichkeit. Sie leben ein Leben des Lebens und sind doch oft tot in sich. Und so haben so Jugendliche schon oft zu mir gesagt, weißt du, Mann, die Bibel ist nicht lebbar. Die Bibel kann man nicht leben. Und doch möchte ich gerade auch zu dem Thema sagen, die Bibel lebt jeder. Die Bibel berichtet vom Tod, die Bibel berichtet vom Leben. Etwas leben wir, entweder Tod oder Leben. Entweder Hoffnung oder Hoffnungslosigkeit. Entweder Armut oder Reichtum im inneren Menschen. Jeder lebt was, entweder Scham oder Schamlosigkeit. Keiner ist frei in sich. Die Bibel berichtet viele Dinge, die sündhaft sind, wo jeder weiß und sie werden gelebt. Etwas lebst du aus der Bibel, ob auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Entweder Tod oder das Leben. Wir leben in einer Zeit, wo es noch nie so offenbar war, wie Tod gelebt wird. Es gibt Situationen, wo Menschen vor dir stehen und denkst, die sind innerlich tot, die haben keine Hoffnung mehr. Die haben keine Liebe erlebt. Die haben keine Barmherzigkeit erfahren. Und genau das, möchte ich sagen, trifft auch oft zu von den Jugendlichen, die groß geworden sind unter dem Wort Gottes. Die oft keine Heimat finden, die ein andressiertes Christentum haben, ein angelerntes, angeübtes Christentum, aber kein Leben aus Gott. Leben aus Gott ist etwas sehr Schönes, Befreiendes, Freimachendes. Wisst ihr, wenn ich vorhin zu euch gesagt habe, geliebte junge Freunde, ich kann ja zu euch nicht sagen und nicht zu mir, liebe junge Freunde, wer ist schon lieb bei uns jetzt heute Abend? Wer ist schon lieb unter uns? Aber wir sind Geliebte, wisst ihr. Geliebte Gottes. Egal wie du auch bist und hier sitzt, einer hat dich lieb. Und dieser befreiende Zwang, zu begreifen, nicht ich muss Gott lieben, sondern ich bin ein Geliebter. Ich bin einer, den Gott lieb hat. Gott hat etwas Wunderbares mit uns vor. Nicht jetzt etwas im materiellen Bereich, sondern im Herzensbereich. Ich komme viel herum, werde viel eingeladen auch. Bei uns im Nachbardorf, in der Stadt, wir wohnen auf dem Dorf, ist eine katholische Kirche, St. Pius, die sammeln Kleider für uns, für die Missionseinsätze. Da haben sie mich eingeladen, dass ich auch dort sprechen sollte und Bilder zeichnen sollte. Und nebendran ist der Kindergarten St. Pius. Dann habe ich gesagt, nimm doch die Kinder dazu, ich habe schöne Bilder. Dann kommen die Kinder, dann rein, die Fünfjährige, und dann kommt so ein Steppert, kommt so cool zu mir her und sagt, hast du auch spannende Bilder? Habe ich gesagt, was ist denn spannende Bilder bei dir? Er weiß, so coole Bilder. Sag ich, was ist das cool? Ich kenne das gar nicht. Er weiß Bilder mit Action, wo man mordet, quält und umbringt. Sag ich, was? Ja, gefällt dir sowas? Jawohl, das gefällt mir. Und wenn ich groß bin, mache ich das auch. So wie bei Harry Potter. Stirbst du noch? Unsere Gesellschaft wird infiltriert mit Gedankengut. Unsere Jugend, unsere Kinder, die sind entsetzlich. Ich weiß nicht, wie viel das morgen von diesen Jugendlichen wirklich das mal durchführen auch. Dass hier eine Lawine auf uns zukommt des Sterbens,
der Verachtung gegeneinander, der Lieblosigkeit, der Herzlosigkeit, der Schamlosigkeit. Eine Generation vielleicht ohne Hemmung. Ich selbst darf 10 Enkelkinder, meine Frau und ich, wir dürfen 10 Enkelkinder haben und ich versuche sie viel vom inneren Menschen zu erziehen. Aber ich möchte kurz nochmal aufs Wort eingehen, das Wort in Römer 3, wo die treffenden Worte stehen zu dem, was Tod bewirkt. Tod in unserem Leben. Sie sind alle abgewichen, Römer 3, Vers 12. Sie sind alle abgewichen, allesamt untüchtig geworden. Da ist nicht der Gutes tue, auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sind trüglich. Odemgift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist eitel Schaden und Herzeleid. Und den Weg des Friedens wissen sie nicht. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Ich denke, das ist eine treffende Beschreibung von unserer heutigen Zeit. Vielleicht etwas plastisch, aber doch real und konkret. Wenn man die Jugend raussieht, wenn man in unsere Herzen sehen, diese Gier nach Konsum, Gier nach Erlebnis, Gier etwas erleben zu wollen und am Schluss kommt man doch immer tot zurück, lustlos. Ich habe öfters mal mit drogenabhängigen Jugendlichen zu tun. Wenn sie dann ausschlafen, ihren Rausch in irgendeinem dicken BMW bei uns in der Weinberge. Und wenn man dann die Aufwachen erlebt, kann man nur noch sagen, Tod, Tod in Sünde. So ist der Mensch tot und es gibt auch eine tote Religiosität. Eine Religiosität, die in sich tot geworden ist, ausgelaucht, ausgelebt, zu Ende gekommen ist. Und ich verstehe euch Jugend, die aus Elternhäusern kommt, wo man alles euch anerlernt hat, angezogen hat. Wo ihr Religiosität angezogen habt und innerlich weiß, wisst ihr oft, es ist doch kein Leben. Stirbst du noch? Oder lebst du schon? Im Epheserbrief sagt uns das Wort Gottes nochmal ganz ähnliche Dinge. Epheser 4, Vers 17 bis 19, so sage ich nun, bezeuge in dem Herrn, die ihr nicht mehr wandelt, wie die anderen Nationen wandeln in der Eitelkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind von dem Leben, das aus Gott ist. Durch die Unwissenheit so in ihnen ist, durch die Blindheit ihres Herzens. Dann der 19. Vers, die, nachdem sie alles Gefühl verloren, sich der Ausschweifung ergeben haben, zur Ausübung jeder Art von Unreinigkeit mit unersättlicher Gier. Der gefühllose Mensch, der Mensch, der eitel wird, der kommt zum Mensch, der alles nur auf Eitelkeit, auf Schönheit anlegt, in unersättlicher Gier das austreibt und doch nicht mehr sich befriedigen kann. Ein Mensch, der sich nicht mehr zufriedenstellen kann. Ein Mensch, der in sich keine Ruhe mehr findet. Ich habe jetzt einen Anruf haben wir bekommen beim Mittagessen. Hat ein junger Mann angerufen aus Heidelberg, der sucht seine Kleider. Hat er gesagt, er möchte kommen, ihr sammelt doch Kleider, meine Kleider sind bei euch. Und er kam, hat erzählt, dass er mit einer Gruppe, Musikgruppe sind, die Söhne Mannheims. Ich bin mit einem Model befreundet, ich bin ein alter Bauer, ich weiß nicht, was ein Model ist. Dann habe ich mir das erklären lassen, dass es eine ganz schöne Frau ist und so auch noch zusätzlich aufgemotzt mit Pastellfarbe und Sonderlackierungen und er hat mir das so erklärt. Ich war trotzdem hilflos und die beiden haben zusammengelebt und haben sich verkracht. Und als Rache hat sie die ganze Kleider hätte bei uns dann abgeliefert, über wie viele Ecken. Seine beste Smokings und Musikkleider, beschriftet, teures Zeug von Boss, alles fort. Und dann saß er da bei mir und wir kamen ins Gespräch, sag ich, du bist jetzt von Gott zu mir geschickt, jetzt muss ich dir noch was sagen.
Habe ich gesagt, du siehst gut noch aus, wie alt bist du? Dann sagt er, 38. Er sagt, ich sehe auch darum so gut aus, weil ich immer Wert gelegt habe auf lange Beziehungen. Ja, habe ich gesagt, das ist so 14 Tage, Monat, ein halbes Jahr, ja so. Ich sehe gut aus, weil ich lange Beziehungen hatte. Vor allem sagt er zu mir, wie alt bist denn du? Sag ich, 60. Sagt er, da stimmt bei uns beide was nicht. Du bist glücklich und ich bin unglücklich. Dann habe ich ihn gefragt, hast du einmal, wenn du deine Frau geliebt hast, eine Frau glücklich machen können? Sagt er, ich glaube nicht. Ich habe nicht einmal mich glücklich machen können. Hast du einmal eine Frau geliebt, nur nach dem Herzen? Einfach mit reiner, schöner Liebe? Sagt er, das kenne ich nicht. Stirbst du noch oder lebst du schon? Was ist unser Leben? Wir haben eben gelesen im Epheserbrief, die, nachdem sie alles Gefühl verloren haben. Wenn wir alles Gefühl verloren haben, müssen wir uns ständig hochreizen durch Dinge, die keinen Reiz mehr bringen. Wir reizen uns aus und sind tot in uns. Wir können nur noch lachen, wenn wir betrunken sind oder etwas getrunken haben. Können wir noch weinen mit der Weinenden? Haben wir noch Leben in uns? Die, nachdem sie alles Gefühl verloren haben, diese eitle Menschen, alles Gefühl verloren haben, sich der Ausschweifung ergeben haben zur Ausübung jeder Art von Unreinigkeit mit unersättlicher Gier. Stirbst du noch? Oder möchtest du leben? Ich war jetzt, habe ich einen ehemaligen Freund oder einen Freund besucht, einen Glaubensbruder, ist Polizist, er ist der Bruder von uns, von der Schulfreundin, von unserer Tochter, kam dann zum Glauben. Stefan haben wir besucht, dann hat der Ingenieur aus der BSF angeladen dazu. Ingenieur war der BSF in Ludwigshafen. Dieser Mann hat auf einmal mir erzählt, dass er jetzt 3 Selbstmordversuche hinter sich hat. Alles perfekt geplant, dass er nicht als Krüppel übrig bleibt. Stirbst du noch? Das ist täglich unter uns alles. Auch jetzt in dir vielleicht kann man dich etwas aufmuntern durch Musik und du gehst dann hoch und dann stirbst du wie ab. 3 Selbstmordversuche. Gut geplant. Gingen alles schief. Und Gott sei Dank blieb kein Krüppel zurück. Aber jetzt sucht er Gott. Und so gibt es viele, wo am Ende sind mit ihrer Gier nach Leben, nach Ausschweifung, nach unersättlicher Gier, Lebensgier. Und doch wird er mir nie satt. Dieser Mensch, der nicht satt wird an sich, am anderen. Wir haben Menschen aufgenommen, die psychisch krank sind und ein halbes Jahr dann in unser Haus aufgenommen. Das war vor 20 Jahren schon und ich habe gedacht, man könnte ihnen helfen durch, indem man sie lobt. Sie sind ja alle verklemmt und haben kein Selbstwert mehr. Aber man kann sie nicht satt machen. Den Mensch kann man nicht satt machen durch Anerkenntnis. Der Mensch wird nur satt, wenn ihn Gott anerkennt. Der Mensch wird nicht satt, du kannst ihn loben über all seine Fähigkeiten, du kannst ihm Wert geben. Du bist wertvoll für die Gesellschaft, du bist das oder jenes, für die Gemeinde oder für die Eltern. Aber wenn er seinen Komplex in sich hat und diese Gier nach noch schönerem, noch edlerem, noch herrlicherem, kann man ihn nie satt machen. Satt wird der Mensch nur allein in Gott. Wie Adam und Eva, ich stelle mir das so schön vor, sich versteckt haben nach dem Sündenfall. Es war ja nichts Schlimmes und doch kam diese Eitelkeit in den Mensch hinein. Und Eitelkeit braucht immer Konkurrenz. Wenn ich eitel bin, schön bin, braucht jemand, an dem ich mich messe. Das ist im Gebet so, das kann eitel sein, das kann in der Predigt so sein. Ich habe mich vorhin total fertig gemacht. Wie könnte ich jetzt noch besser predigen, wie heute Morgen der Theo Lehmann? Er ist Doktor, ich bin Bauer. Habe ich gedacht, die laufen bei mir alle fort. Wenn ich nicht mit dieser Art komme, die heute in ist, und ich komme hier einfach nur mit dieser realen, konkreten Hilflosigkeit in uns, in mir, in euch. Und
ich kann nur die schlichte Hoffnung in Christus euch sagen. Mehr gibt's nicht. Und so sind wir in uns alle so hoffnungslos. So hoffnungslos arm. Und schreien ständig, wir sind reich. Ich habe heute Morgen verschiedene Leute hier drin beobachtet. Bei den Liedern geht alles so auf. Und dann setzt man sich ab und die Mundwinkel fallen runter. Naja, so weit wie es geht. Sind wir glücklich? Haben wir innere Friede? Haben wir wirklich, sind wir vom Tod ins Leben gekommen? Nicht in einer Religiosität, wo ich Gott lieben muss, mit Disziplin und Ordnung und das musst du halten und diese Ordnung und das und dort sollst du nachlaufen und dort hat man die Wahrheit. Hast du Jesus? Weißt du, dass du ein Geliebter bist? Weißt du, dass du, wenn du auch nicht beten kannst mehr zu ihm, dass er dich dennoch vertritt vom Vater? Mit einer Liebe schreit er für dein, über deinen Tod, siehe, ich lebe. Er lebt für dich. Sie konnten seine Liebe nicht töten, da auf Golgatha. Sie konnten ihm seinen Körper töten. Aber nicht seine Liebe für dich. Und so liebt er dich, auch wenn du tot bist. Wenn du in dir keine Gefühle mehr hast. Wenn alles ausgereizt scheint, dass du in dir denkst, ist alles kaputt. Keiner liebt mich. Keiner will mich. Ständig tue ich mich cool verkaufe. Ich werde kurz anerkannt, aber ich spüre, das ist alles oberflächlich. Ist alles Berechnung, wie sie mich anerkennen. Aber es ist keine Tiefe. Es ist keine Ehrlichkeit, keine Echtheit. Sie tun mich anerkennen nur mit Logik und Vernunft, mit Taktik, mit Strategie, dass wir uns einander packen, anerkennen. Aber wo ist das Herz, das mich anerkennt, liebt, mir tröstliche Worte sagt? Ich war mal auf einer Konferenz und ich weiß das, was ein Außenseiter ist. Ich bin ein Einzelkind. Immer so von der autoritären Mama erzogen, bis ich mal dann in die Küche eine psychologische Abhandlung hingehängt habe mit der Überschrift kindliche Fehlentwicklung durch Übermutterung. Krank werde durch die Liebe der Menschen, auch das gibt's in unserer Gemeinde. Krank werde durch die Brüder, die herrschen in der Gemeinde. Krank werde durch irgendeine autoritäre Mama. Krank werde die Akademikerkinder, die genauso das Niveau bringen müssen wie die Kinder der Gläubigen und krank werden dabei. Kinder, die nicht den Standard bringen, den die Eltern fordern. Manchmal denke ich, die werden im tiefsten Grund wie Schrott angesehen. Wir machen krank einander und nennen es Liebe. Und so war ich auf dieser Konferenz und habe Ausschau gehalten. Da stand jeden Tag ein junger Mann an der Seite, so ein Heimatloser, ein Ungeliebter, so ein Randtyp, der es introvertiert läuft, sich nicht einreihen kann, kein Gespräch anfangen kann. Oft bin ich hin zu ihm, habe ihn umarmt und habe gesagt, ich habe dich lieb. Sonst nichts. Nur wollte er meine Adresse. Danach kam ein Brief mit der Überschrift, ich bin der, den du lieb hast. Und hat sein ganzes Leben mir dargestellt. Es ist keine Liebe, wenn wir sagen, es ist Liebe. Es ist Berechnung bei uns Männern. Die Schönheit einer Frau ist Berechnung, damit sie Liebe bekommt. Es ist alles nur Berechnung. Tod. Tod. Stirbst du noch oder lebst du so schon? Glaub mir, ich habe nicht dieses gewählt, dieses Thema, um ein attraktives Thema zu haben, das hier alles voll ist. Mir geht's wirklich so drum. Ich habe diese Tiefe erlebt. Wenn man nichts bedeutet, wenn uns keiner lieb hat, keiner beachtet. Der Matthias mit seiner Gabe, der steht da, singt runter, im Vorfeld haben wir miteinander gesprochen und sagt, ich kann alles vom Liedblatt runter singen, ich brauche da nicht zu üben. Da hat er mich total kaputt gemacht. Ich kann nicht einmal die Note. Ich denke, neben dem Kerl hast du keine Chance, wenn du dich interviewt. Und ich war ja auch total verklemmt, der hat es ja gemerkt vorhin. Die Perfekte machen die anderen verklemmt. Die Coole, die treten die anderen in den Boden. Stirbst du noch oder lebst du schon? Ist wirklich so, dass die Eitelkeit, deine Eitelkeit aufzufallen,
dass die dich unersättlich gemacht hat. Ich habe also gedacht, wenn so schöne neue Autos nebeneinander stehen, sind das schön, gell? Auf dem Schrottplatz sind sie alle gleich. Schrottplatz ist alle gleich rostig. Vorher wissen wir zwischen dem Porsche, wo da produziert wird, nicht weit von hier, und Mercedes sind so schöne Lackunterschiede, so schön. Nach 20 Jahren sind sie doch vielleicht Schrott, wenn sie nicht als Ultima entdeckt werden und so aufgemotzt werden, neu gemacht werden, alt, neu und so weiter. Wo stehst du mit deinem Glauben, mit deiner Liebe, mit deinem Leben? Bist du ein Wert für deine Nächste? Oder musst du deinen Wert im Nächsten demonstrieren, dass der andere durch deinen Wert runtergedrückt wird? Oder kannst du zu ihm herabkommen? Hat er Jesu Eitelkeit gekannt? Was hat er Jesu gemacht? Hat er Jesu seine Dominanz ausgespielt? Hat er Jesu Stolz gehabt? Wir haben Enkelkinder, ich bin ein Einzelkind, spreche ich gerne die Ich-Form. Und immer wenn ich sage, ich habe Enkelkinder, dann denke ich an meine Frau, weil die hat mir 36 Jahre eingeblockt, Herr Mann, wir haben Enkelkinder. Wir sind unverbesserliche Egoisten. Und dann braucht man jemanden, der einem immer wieder sagt, wir. Und so sitzen Adam und Eva getrennt, gespalten, wie ich vorhin erwähnt habe. Nicht nur getrennt von Gott, auch getrennt miteinander. Die sitzen dort schon und protzen gegeneinander. Der ist schuld, die ist schuld. Die sitzen da ja im Versteck vor Gott. Alle Heimatlosigkeit, alles Weglaufen von Gott ist auch letzten Endes Trennung voneinander. Alles getrennt sein von Gott ist auch Trennung zueinander. Wir haben jetzt die ernsten Worte gehört aus der verschiedenen Stelle hier, im Römerbrief, im Epheserbrief. Ich lese nochmal den letzten Vers, der 19. Vers im 4. Kapitel. Die, nachdem sie alles Gefühl verloren, der gefühllose Mensch, wir können heute verletzen und merken es nicht mehr. Wir können auch Gott verletzen, wir merken es nicht mehr. Wir können ganz gefühl- und lieblos miteinander umgehen und sagen, ich liebe dich. Dieser Musiker in Mannheim, ich tue mich so ein bisschen an ihm engagiere, ich habe dann gesagt, ich bete für dich, dass dich jetzt Gott ganz kaputt macht, eher du dich ja gar nicht bekehre. Und dann guckt er mich hier an und sagt, warum sagst du mir das alles? Sag ich, weil Gott mich das beauftragt hat. Und dann sagt er, ich komme jetzt aus Heidelberg, Mannheim, aus der Großstadt, du lebst auf dem Dorf, bist ein Bauer, hast nicht einmal ein Fernseher, hast wenigstens einen CD-Player, ja, habe ich gesagt, aber der ist verstaubt, ich weiß nicht, ob das Ding noch geht. Sagt er, aber du sagst mir jetzt hier die Wahrheit. Und ich bin wirklich kaputt. Und so rufen morgens um 10 Uhr an, wenn man verkatert ist und fragt, wie es ihm geht. Du ein bisschen terrorisiere aus Liebe. Jetzt haben wir ein paar Bücher geschickt, aber ich habe mich sehr gefreut. Wir haben über Weihnachten etliche Bücher verschickt. Aber er hat prompt angerufen, hat sich bedankt, er ist mit seinem Mutter wieder beisammen. Sie haben allerdings jetzt keine Kleider mehr. Ja, ja. Sie versuchen es. Ich habe zu ihm gesagt, wie er dann bei mir war, du hast es doch gestern den ganzen Tag umgebracht. Sagt er, woher weißt du denn das? Habe ich gesagt, ich mordende Gedanke auch. Wenn mich jemand beleidigt hat, dann räche ich mich in Gedanke zurück. Ja, gestern habe ich sie den ganzen Tag umgebracht, weil sie mir Kleider fortgeschafft hat. Den ganzen Tag. Ja, und heute kann ich nicht. Du beschäftigst meine Gedanken. Da bin ich nicht dazu gekommen, dass ich mich wieder in Gedanke mit ihr räche. Das ist der Mensch. Stirbst du noch oder lebst du schon? Hast du Frieden mit dem Nächsten, wenn er dich mal beleidigt? Kannst du verzeihen? Wir haben in Weihnachten, da habe ich meine englische Geschichte erzählt. Da haben Kinder, ganz arme Kinder in Kasachstan, haben Geld verdienen können. Und das Geld haben sie an Block bekommen. Und sie konnten sie teilen, dass gerecht wird, dass sie lieb zueinander sein können, dass gleichmäßig verteilt wird. Und haben sie gesagt, das können wir nicht. Am Dorf wohnt ein alter Mann, der glaubt an Gott. Zu dem gehen wir, der teilt gerecht. Da sind die Kinder zu dem alten gläubigen Mann gegangen im Dorf und haben gesagt, hör, ich würdest du uns das Geld teilen. Wir möchten, dass gerecht geteilt wird unter uns. Würdest du das für uns machen? Und da fragt der alte Mann, wie wohl der geteilt bekommen?
Nach dem, wie Menschen teilen oder nach dem, wie Gott teilt? Nach dem, wie Gott teilt. Und hat dieser alte Mann angefangen zu teilen, hat dem einen 3 Euro gegeben, dem anderen 5, dem anderen gar nichts, dem anderen 50 Cent. Ganz unterschiedlich. Dann haben wir Englisch gefragt, teilt so gut. Und dann sagen sie, ah ja, Opa, die sind also unter 9. Ah ja, Opa, der Kain und Abel war Unterschied. Der David und, wo war überall Konkurrenz? Der Josef und die Josef-Geschichte war Unterschied. Überall sind Unterschiede. Ja, warum macht denn Gott Unterschiede? Weißt du, Opa, dass wir merken, was in unserem Herzen los ist? Darum hat der Matthias die Musikgabe, dass er mir dienen darf. Er braucht nicht stolz zu sein, denn es ist eine Gabe Gottes. Ich habe keine Gabe in Musik, ich darf mich von ihm bedienen lassen. Ich brauche nicht neidisch zu werden. So ist einer mal oben, dann wieder unten und jeder kriegt von Gott ausgeteilt, unterschiedlich. Auf das wir merken, ob wir Neid in uns haben, Hass, Missgunst, Unbarmherzigkeit, Herzlosigkeit, Lieblosigkeit. Wir konkurrieren ständig miteinander. Ständig diese Machtkämpfe in uns. Und jetzt sagt Gott, du darfst leben. Und dazu schlagen wir Psalm 25 aus. Es hat mein Mädel geschrieben, diesen Psalm, diese Verse, die noch im Rauschgift war. Und hat mir dann einen Brief geschrieben und hat gesagt, Hermann, das ist mein Gebet Tag und Nacht, bis ich Jesus finde. So darf ein Toter sprechen, wie hier im Psalm 25, 16 und 17 und 18. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Auch ihr Kinder aus gläubigem Elternhaus, auch wir, die mal aus der Welt kommen, wir Alte, wir Junge, wir sind tiefster Grund alle einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß, führe mich aus meinen Nöten. Das betet hier der Psalmist und das darfst du beten. Und Gott erhört Gebete. Siehe an mein Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden. Befreie mich von mir selbst. Sünde ist nicht die Sünde, die wir tun, sondern alles, was in uns abläuft. Der Jesaja sagt, der Gottlose bekehre sich von seinen Gedanken. Unsere Gedanken sind Sünde. Der Kain hat getötet in den Gedanken der Abel. Dort läuft's ab. Und hier dürfen wir frei sein. Hier wird Ehe, Ehe. Hier wird der Opa mit den Kindern, das wird herrlich. Die zählen wir auf als, weißt du, Opa, was der Jesus alles nicht kann. Dann sagen sie, Opa, wir waren im letzten Sonntag im Gottesdienst, da hat einer gepredigt, der hat so stolze Mundwinkel gemacht und so angeberisch gepredigt. So was kann der Jesus nicht. Ich sage als Sohn, wenn es euch langweilig ist im Gottesdienst, dann dreht euch rum und beobachtet die Menschen, wie sie zuhören, der Auge. Und dann seht ihr, ob der vorne gut predigt oder schlecht. Ob die Menschen der Herzen mitgehen, ob sie eher Herzen erfasst sind vom Evangelium. Ich habe dich lieb. Ich habe dich eh und je geliebt. Gott sagt, ich habe dich schon immer geliebt. Als du tot warst, als du in der Sünde warst, als du in der Droge warst, vielleicht als du, wo man die Pornografie kauft, warst. Egal wo auch immer, ich habe dich lieb, du darfst zu mir kommen. Du darfst Scham bekommen, Reinheit, Schönheit, Barmherzigkeit. Verbindliche Liebe für deinen Nächsten, für deine Frau, für deine Kinder, für deine Enkelkinder. Wir brauchen Leben aus Gott in unser Herz. Vergib mir alle meine Sünden. Diese ganze Begehrlichkeit und Kampf mit uns, mit anderen, alles darf Friede werden. Wahrer Friede. Im Psalm 32 sagt er so schön. Unser Heiland. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Missetat nicht zurechnet. In des Geist kein Falsch ist. Wenn du frei bist, wenn er dich befreit hat von Sünde, dann brauchst du nicht mehr falsch zu spielen. Anzugeben, eine Frömmigkeit. In deinem Geist braucht keine Falschheit mehr zu sein. Dann kommen meine Engelchen, die können mich inzwischen jetzt auch eintaktieren und sehen genau, wenn ich meine Frau Streit hatte mit der Oma. Nur kommen sie und sagen, Opa, was ist denn los? Ja, sag, ich habe Krach gehabt mit der Oma, betet für mich. Wir beten für dich, Opa. Sie sind ja schlauer, sie kommen rückwärts her, wenn sie innen was haben im Herzen. Das ist nicht sie. Dann kommt man rückwärts zum Opa.
Und so verstecken wir uns wie Adam und Eva und haben doch diese Konkurrenz zueinander, diese Lieblosigkeit, diese krasse, erbarmungslose Erbarmungslosigkeit. Und jetzt sagt einer in deine Seele hinein, ich hab dich lieb. Und diese Botschaft wollen wir am Osten sagen, ich könnte, die Zeit läuft ja so weg. Gell, um halb müssen wir Schluss machen. Viertel. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich komme ja vom Ostalz heim, ich kriege immer einen Kulturschock. Dort sind die Kinder, die Menschen, so dankbar noch. Sind auch Menschen. Aber noch dankbar in ihrer Armut. Wenn ich dann vom Osten rauskomme, da war ein junger Mann, habe ich besucht, und er stellte sich vor mir und sagt, Herr Mann, du musst mir helfen. Sag ich, wie kann ich dir helfen? Sagt er, weißt, der hat Muskel gehabt, ein junger Mann, schön, richtig so ein typisch schöner junger Mann, wie er geliebt wird. Ich habe für nichts Lust. Er ist ausgereizt. Ich habe für nichts Lust. Dann kommt man hier in der Wüste und zieht die Menschen so und denkt, da bräuchte jeder das Evangelium, in dem kein Falsch ist. Wo der Herr Jesu Wohnung gemacht hat, kann ich auch zu meinen Enkelchen sagen, und wenn sie 6 Jahre alt sind, ich habe jetzt Groll gegen die Oma, bitte für mich, ich bete für dich, Opa. Da braucht kein Falsch zu sein in unseren Gedanken. Da können wir durchschaubar sein, transparent, wie man so schön sagt. Da können wir sagen, ich bin jetzt arm, aber ich werde reich gemacht. Da können wir sagen, ich bin jetzt tot, aber ich werde zum Leben gebracht. Da ist der Tod höchstens noch ein Diener der Auferstehung. Nicht mehr und nicht wenig. Sie haben Jesus getötet, aber seine Liebe an dich haben sie nicht töten können. Sie haben seinen Körper getötet, aber nicht seine Liebe und seine Erbarmung und seine Segnung und seine Wahrheit und seine Treue und seine Güte für und für. Es könnten vielleicht Berge, Weiche und Hügel hinfallen, aber meine Gnade wird nicht von euch weichen. Wie kann ich jetzt, wenn ich das so erlebt habe, meinem Nächsten dienen? Das ist ja auch das Thema. Nun, wir haben heute eine Christenheit, die sich manchmal so sonderbar benimmt. Ich bin im Dorf groß geworden, wo es viel Gläubige gibt. Meine Eltern hatten nicht erlaubt, dass ich in die EC durfte. Aber ich habe auch mit 16 angefangen, Gott zu suchen, und bis 23 habe ich Gott gesucht, jeden Tag und jede Nacht. Ich wollte errettet sein, aber ich habe oft auch in meinem Stille gebetet. Ich möchte nicht so sein wie deren, der Fromme. Der ist nur ein Clown. Der hat nichts Echtes. So möchte ich nicht sein. Ich muss von meiner Mama immer, die sehr autoritär war, ständig der gute Bub spielen. Versteht er? Ständig muss ich der liebe Bub spielen. Und wenn ich tanzen gegangen bin, hat sie mir erlaubt, so viel Uhr und so viel. Und natürlich, ich hatte Energie. Wenn sie geschlafen haben, 11 Uhr, habe ich mich abgesetzt bis morgens und war unterwegs. Und morgens war ich wieder der brave Bub. Dieser Schauspieler Clown, und dieser kann nichts weitergeben. Wenn ein Zirkus brennt und man schickt den Clown rein, die Feuerwehr zu holen, dem wird nicht geglaubt. Wir sollten keine Clowns sein, Fromme, sondern Echte. Echte. Keine klösterliche, versteht er? Keine verknöcherte. Keine, die jetzt von ihrer Leistung reden, was ich alles bin, sondern die von Jesus reden, von seiner Liebe, dass er für dich da ist, auch in deiner Niederlage, in deiner Armut, in deiner Hilflosigkeit, die sagen können, ich bin glücklich, mein Name ist im Himmel angeschrieben. Ich brauche nicht dem anderen zu erzählen, dass die Dämonen mir untertänig sind. Ich kann der andere erzählen, mein Name ist im Himmel angeschrieben. Nicht, weil ich ein Elite-Typ bin, sondern weil ich verloren war. Weil er mich heil gemacht hat. Weil er Liebe ist. Uneingeschränkte Liebe. Und diese Liebe können wir weitergeben. Meine Frau und ich haben sich uns wirklich gewundert. Ich bin wirklich in die Volle gegangen bei diesem Musiker in Mannheim. Er hat nur Ja gesagt. Und hat uns jetzt sofort zurück angerufen und hat sich für die Bücher bedankt. Der ist wie ein Schwamm, der nach Leben schreit. Er hat ein Model, er hat Kleider, er steht im Rampenlicht und hat zu mir gesagt, weißt du, als Musiker hat man halt auch eine Frau mal dazwischen, das geht nicht anders. Ich halte das für sehr wichtig, wenn man nach dem Willen Gottes fragt. Und hat doch nichts. Hat doch nie glücklich gemacht und wurde selbst nie glücklich.
Und jetzt hört er von Jesus. Und jetzt sucht er, jetzt hört er. Jetzt will er leben. Und so dürfen wir es sein, wenn ich jetzt käme mit meiner vielleicht frommen Elitenhaftigkeit, elitären Art, ich würde nur abstoßen, überfordern, einengen, verkrümmen, wieder neu verkrümmen. Er müsste mich nachkopieren, so muss ich sein als fromm. Nein, ich will ihm zeigen, wie frei ich sein darf. Frei sein darf, geliebt sein darf. Nicht gezwungen sein zu müssen, stille Zeit zu machen. Ich habe in meinem Leben Zeit der Depressionen durchgemacht, da konnte ich keine stille Zeit haben. Aber der Himmel hat für mich stille Zeit gemacht. Versteht ihr? Der Himmel betet für dich und für mich. Und wo einer frei geworden ist, da ist Energie, da ist Dynamik, da ist Freiheit, da ist Unbekümmertheit, da ist Leben. Das wirkt sich auf die Jugend aus, ansteckend. Und befreiend. Das ist eine Botschaft. Ich denke, wir sollten sie wieder neu entdecken. Wir haben hinten Bücher. Ihr dürft euch dort bedienen. Ihr bekommt sie kostenlos. Vom Roy Hession. Er hat diese Botschaft verkündigt, der Gnade Gottes. Dort gibt es auch ein Buch, das heißt Ratschlag für schlechte Leute. Guter Rat für schlechte Leute. Und da meint er die Prediger, die schlechte Leute. Weil sie eigentlich nur Moral predigen. Oder diese billige Gnade oder wie auch immer und kein Evangelium. Das sind wunderbare Bücher, auch von Rosenius, vom schwedischen Reformator. Den könnt ihr auch euch mitnehmen. Tägliches Seelebrot. Klingt komisch, aber es sind wunderbare Predigten, reformatorische. Und ich wünsche mir, ich erlebe das hier und im Osten, wie der Mensch nichts Klauenhaftes will, sondern Echtes, Verbindliches. Jede Frau, ich habe schon Umfrage gemacht in der Fußgängerzone, selbst ganz moderne Mädchen, wo wirklich ein Junge nach dem anderen, willst du einen, der dich wirklich lieb hat? Verbindlich, ja, sowas will ich. Unsere Tochter hat Zahnarzthelferin Ausbildung gemacht und die Mitauszubildende, die hat einen Freund nach dem anderen gehabt. Dann ist der fünfte, ist vorgelaufen, da war sie total unglücklich. Und dann kam der sechste und hat sie gefragt, Miriam, wie kann ich jetzt feststellen, ob der es jetzt ehrlich mit mir meint? Versteht ihr? Ohne Jesus meint keiner mit dem anderen ehrlich. Da man nur die Gier nach Leben und benutzen der andere damit. Möchte uns der Herr Jesus frei machen. Wir kommen zum Schluss an Römerbrief. Römer 8. Mir liegt es so am Herzen heute. Ich wollte euch nicht unterhalten hier. Dass ihr vielleicht das nächste Mal wieder hierher kommt oder dass ich heute so populär gepredigt habe, dass ich das nächste Mal wieder herkommen darf. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nur eins, dass du heimgehst mit Jesus Sehnsucht in deinem Herzen. Und dass du den frommen Clown ablegen kannst. Egal wo du stehst. Und dass du dein sündhaftes Leben, der du aus der Welt vielleicht kommst, überwinden kannst. Selbst die tiefste Droge, Leute, dürfen überwinden. Und so dürfen wir Römer 8 lesen, Vers 37. Aber in dem allem überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Die Liebe macht uns zu überwinden. Die Liebe an den Sohn Gottes, der von Tod zum Leben bringt. Bei uns in Worms ist ein junger Türke, Junge, hat sich bekehrt. Er wird sehr von seiner Sippe unter Druck gesetzt. Was diese Kinder durchmachen, die türkische, es wird nicht gesagt, die leiden nicht darunter unter unserer Kreuze, sondern diese türkische Jugendliche, die haben tief noch eine sehr starke Sittenmoral. Die leiden furchtbar darunter und diese pornografischen Dinge. Was hier unter denen Jugendlichen abläuft, das wissen wir alle nicht. Aber das wird nicht angesprochen. Wir diskutieren, ob wir sie mit unseren christlichen Symbolen halt vielleicht in die Enge treiben oder hier verletzen. Nein, da gibt's ganz viele Jungs, wo ich kennengelernt habe, wo sagen, wir möchten rein sein, wir möchten in den Himmel kommen. Aber hier werden wir ständig permanent verschmutzt. Die leiden darunter. Das ist eine Qual.
was hier diese Jungs durchmachen. Das ist Freiheit, wenn sie frei werden in Jesus. Aber in dem allem, überwinden wir weit um des Willen, der dich geliebt hat. Ich bin jetzt 37 Jahre gläubig, 37 Jahre verheiratet. Und ich kann es auch mit meiner Engelschen, mir liebende Heiland, noch so wie am ersten Tag. Ich habe meine Frau, ich sage immer ein bisschen lieb, mein Pelzer verniedlichen, ja, das bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das so versteht, aber versteht's. Aber der Heiland, den habe ich ganz lieb. Und aus der ganzen Liebe vom Heiland habe ich auch meine Frau ganz lieb. Und meine Engelschau und euch. Und wir können uns lieben. Auch den Bruder, der uns nicht passt. Oft geben wir ja Zeugnis auf der Straße und taktieren ein. Das ist ein Typ, der ist von seiner Mimik, also dem ganz gehe. Der ist eine Gruppe, der hast Mut. Aber ich gehe gern zu denen, die mir gleich eine reinschlagen. Das tut mir gut. Und denen tut es auch gut, weil die entwickeln dann Schuldgefühle, dass sie so einen alten, verrückten Opa, dass sie den so mies behandelt haben. Und dann entwickeln sie Schuldgefühle und dann ergibt sich mehr. Denn aus der Gefühllosigkeit haben wir schon gar keine Schuldgefühle mehr. Möchte uns Gott in dem allem doch Erkenntnis schenken. Ich habe einen Zahnarzt, er ist ein sehr grober Mensch. Nicht beim Bohren, sondern wie er seine Mitarbeiter umgeht. Ist hässlich, wie er mit einem Mädchen spricht, während ich da auf dem Stuhl liege. Und bei ihm habe ich immer gedacht, dem gibt es kein Zeugnis vom Herrn Jesu. Der ist zu frech, den lohnt sich gar nicht. Und da habe ich auf einmal gedacht, aber jetzt, der Erich hat diese Sprechstunde gehilft für seine Angestellte so furchtbar. Da habe ich mir gedacht, ich kann mit einem auch richtig eichern, das ist, wenn ich ihm von mir Jesus erzähle. Da habe ich ihm eigentlich gar nicht erzählt, dass er zum Glauben kommt, nur weil ich ihn eichern wollte, weil er ständig sein Mädel auch so zynisch beißen, ständig so eine reinschlägt, mit Worten, Zühne. Da habe ich es ihm gesagt, auch vom Heiland. Da hat er ein bisschen zugehört. Und dann hat er natürlich Aggressionen bekommen und hat mich dementsprechend gebohrt, mit einer Hand hat er den Kopf gehalten, mit dem anderen rein. Da war er fertig und ich bin so ein alter Bauer, da kann man was wegstecken. Ich hab Kalte. Und dann, wie er fertig mit Bohren war, er rennt von einem Zimmer ins andere, blieb er sitzen, da die Hände im Schoß. Da habe ich gewusst, jetzt kannst du bohren. Da habe ich dann weiter gebohrt. Und dazwischen hat er Angst, wenn er mich in die Augen guckt. Ich sage ihm als Herr Dr. Braun, Ihnen geht's nicht gut im Herzen. Ja, Herr Hofs, ist was? Ja, das sehe ich doch in Ihren Augen. Ja, ich habe die Haare nicht geschnitten. Sag, ich habe doch nicht die Haare geguckt, sondern die Augen. Aber auch er ist ein sehr harter, frömmelnder Mensch. Der Jesus hat Liebe für uns alle, versteht er? Für die Alt- und Hartgewordenen. Auch Junge können schon hart geworden sein im Glauben. Leblos und lieblos. Aber in dem allem überwinden wir weit mehr um des, der uns geliebt hat. Und ganz am Schluss noch ein Wort, was mich persönlich sehr, sehr freut, dass in der Bibel der Herr Jesus immer wieder als Lamm, als dieser liebende, kleine, schwache dargestellt wird. Er ist auch Löwe aus Juda, aber ich kann nirgends in der Bibel finden, dass der Herr Jesus als Löwe vom Heiligen Geist gesalbt wurde. Er kam immer die Taube, das Sinnbild für den Heiligen Geist, auf das Lamm herab. Nicht auf der Löwe. Und so ist der Herr Jesus von der Bibel her ständig als das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und dann irgendwo denke ich, müsste der Herr Jesus doch mal so ober sein, ganz ober durch seine Leistungen. Und dann liest du Offenbarung 21, Vers 22 und 23. Und ich sah keinen Tempel darin. Denn der Herr, der allmächtige Gott, ist der Tempel und das Lamm. Am Schluss bleibt das Lamm. Die Demut, die Lieblichkeit, die Liebe, das Leben. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Helligkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm.
ist deine Leuchte das Lamm. Hast du der Jesus schon erlebt? Als dein persönliches Lamm und Heiland, als deine Leuchte. Oder musst du selbst noch leuchten? Selbst noch was darstellen? Du darfst Wort Gottes darstellen. Wort des Lebens. Du darfst Botschafter sein an Christi Stadt. Und darfst hinausrufen in diese sterbende Welt. Diese lieblos, hart gewordene Welt. Lasset euch versöhnen. Und ich weiß, Gott schickt uns Menschen. Menschen in den Weg. Wir brauchen nicht einfach das Völkermeer zu wühlen. Gott schickt's uns. Wenn du von deiner Unnatürlichkeit befreit worden bist, bist du Kind Gottes geworden, frei, dass du zärtlich, willig, ohne Berechnung lieben kannst. Dein Nächster, da wird der Gott Menschen in den Weg schicken, die dich befragen werden. Horch, ich suche nach Erlösung. Sagst du sie mir? Ich suche nach Befreiung. Hilfst du mir? Ich habe niemanden mehr. Ich habe Frau, Kinder, ich habe alle. Oder Frauen sagen das Gleiche. Aber ich habe niemanden für meine Seele und Leben. Möchte uns doch das Gott schenken. Dass wir frei werden für ihn. Ehrlich, natürlich. Frei von allem falscher Religiosität. Falsch von allem Glaubenhaften. Glücklich, befreit, zu dienen ihm. Der das Leben ist von euch alle, von mir und von dir. Er hat euch lieb. Amen. Vielleicht bete ich gerade noch am Schluss und du kannst ja dann mit der Musik weiter. Lieber Heiland, ich danke dir für deine Liebe, Herr. Herr Jesu, ich möchte am liebsten jeden hier umarmen, Herr. Aber ich kann das gar nicht. Aber ich weiß, du magst das. Dass du jetzt jeden umarmst mit deiner Liebe, Herr. Hineinsprichst in diese Herz, in diese Seele, in mein Herz. Ich brauch's genauso, Herr. Dein Zuspruch, ich hab dich lieb. Ich hab nur Gedanken der Liebe mit dir. Ich hab Erbarmen mit dir. Ich richte nicht mit dir, wie deine Eltern. Nein, das mache ich nicht, so sagst du zu uns. Und das wünsche ich mir jetzt von dir, Jesu, dass du zu jedem so zärtlich sprichst, ihm Hoffnung gibst, ihm Leben schenkst, befreit zu werden von allem Zwang. Und freudige Zeuge deiner Liebe zu werden. Ich wünsche zum, bitte zum deine Gnade, Herr, dass das doch geschehen möchte durch dich, Herr. Amen. Ich danke euch ganz herzlich, wünsche euch Gottes Gnade.